Ich habe gerade den Spaß meines Lebens. Ohne Scheiß. Das macht so dermaßen Spaß gerade. Oh! Ja! Sterbt doch einfach alle! Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Gustav wieder für heute mit der neuen Folge Ekelschmeckelwürstchen-Challenge. Wir sind 6 Würstchen. Oh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich das vermisst habe. Ohne Mist. Mm. Und die Ekelschmeckelwürstchen-Challenge ist die Serie, in der ihr mir sagt, was ich für eine Challenge machen soll. Und wenn ich es nicht schaffe, dann gibt es eine Strafe. Denn eine Challenge ist nur eine Challenge, wenn es auch eine Strafe gibt, finde ich. Und dieses Mal, also das ist jetzt halt überhaupt kein Spaß. Das ist grenzwertig. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr grenzwertig. Und zwar haben wir hier als Strafe selbstgemachten Senf von meiner Mama. Und das ist kein Senf, den man kaufen kann. Das ist eine Stärke, die jenseits von Gut und Böse ist. Das Ding, das Zeug, ist kein Spaß. Das ist jetzt ohne Mist kein Spaß. Und die Strafe davon ist es einfach nur, das Würstchen einmal reintunken und essen. Ich werde es nicht komplett reintunken, weil das ist halt nicht lustig. Das wäre halt schon extrem. Also zu extrem. Richtig schlimm. Jetzt haben wir die Strafe geklärt. Und was ist die Challenge? Die Challenge ist von Silvio. Silvio, lange her, dass du in der Challenge gestellt hast, die ich genommen habe. Und so hat er gesagt, ich soll mit der P06 spielen. Und er war sehr gnädig. Er meinte, keine Attachments und ein Perk. Silvio, du bist auch ein nettes Kerlchen, ey. Ein Perk. Wow. Spasti. Ich soll 5 No-Scopes und 5 In-Scopes schaffen in einem Spiel. Wetten wir, kommen wieder in irgendeine Lobby, die schon 20 Jahre läuft, ne? Ja, das Spiel ist schon fast vorbei. Oh. Mhm. Fuck yeah. Und ich möchte einfach nur einmal betonen nochmal, das könnte die schlimmste Strafe überhaupt werden bisher. Mama ist die Beste und, also es schmeckt halt auch einfach wirklich, wirklich gut. 3 Reiniger im Gegnerteam. Ich freue mich so. Ich freue mich, dass die Überraschungsfolge zwischendurch so gut ankam. Also war echt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit der FFAR zu spielen. Und euer Feedback war halt auch wirklich geil, muss ich sagen. Es ist wirklich geil. Es ist wirklich geil. Es ist so ewig her, dass ich mit diesem Visier gespielt habe. Ja, da ist der erste No-Scope, Alter! Wie ich den bekommen habe. Er hatte nie eine Chance. Da hinten ist einer. Ja. Guck mal her! Was ist das denn für ein Typ? Er tötet mich auch und dann stirbt er. Oh mein Gott. Das war der größte Loser, den ich je gesehen habe, glaube ich. Na, komm, einer hoch. Jawohl, Nummer 2. Oh, einfachste Challenge ever anscheinend. Haben wir schon 2 No-Scopes. Was? Oh. Ey, was? Ey. Willst du mich verarschen? Ich bin No-Scope-Gott oder was? Ich No-Scope die aus Entfernungen, wo das eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Komm. Was? Hey, was? Ey, wollt ihr... Nee, ich habe nicht gerade schon 4 No-Scopes und, aber was für welche auch noch, ne? Ey, okay, die sind aber auch nicht so gut, oder? Die sind nicht so gut, oh. Oh Gott, Granate! Verdammt. Ey, der Typ, dieser Runaway, der ist so lustig schlecht, das ist echt lustig. Also wirklich lustig. Okay, jetzt hier mit. Miau! Miau! Guck mal, hinterrennen wir die hier. Und. Oh, schade. Da war schon keiner mehr. Entschuldigung. Dein Ernst? Dein Ernst so? Mit C4 so? Ja? 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 Alles klar, ne? Ja, da ist der 5. No-Scope! Der erste normale. Ach komm, die Challenge ist ja quasi schon geschafft. Ich mach dich jetzt so fertig. Wie geil ist das denn? Ey, dass ich die No-Scope so schnell geschafft habe, ganz ehrlich. Oh, schade. Ich glaube, damit hat Silvi auch nicht gerechnet. Damit hat keiner von euch gerechnet, dass das so einfach wird. Ich die Challenge gerockt. Oh Gott, weg hier. Nein. Komm, wir gönnen uns erstmal ein Würstchen. Oh, wo ist er hin? Gebe ich dem No-Scope? Ich komme einfach nicht klar. Oh ja. Da ist einer rein. Komm. Wir boxen den. Hilfe. 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 13. Wir haben die Challenge einfach so gesch... Also ich weiß, dass die Waffe nicht so schlecht ist, ne? Auf der Hüfte. Aber was da teilweise dabei war, war einfach nur lustig. Okay. Der mit dem Ausrufezeichen hat was gegen mich. Ausrufezeichen mit dem Hashtag-Zeichen. Scheiß auf dich. Ah, schade. Komm, ich hab einfach mal richtig Bock, jetzt krank zu snipen. Also.
Ey, der Typ, ganz ehrlich, halt deine Fresse. Oh, jetzt hab ich vergessen, was für Nerf ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich komme gerade nicht mehr klar. Ich will mal schießen und dann erst aimen. Was, wie geil war das denn? Ich habe einfach irgendwo in die Luft geschossen. Oh, ich hab schon, ich hab's wieder vergessen, ne? Na komm. Ja, ich mach euch alle fertig, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Oh! Sorry, dass ich so laut bin, aber das ist zu geil. Ah ja, reiniger Abfluss. Ey, Snipe macht so Spaß gerade, ne? Snipe macht so dermaßen Spaß. Ah! Hilfe! Ich will nicht sterben. Ich bin noch zu jung dafür. Meiner Meinung nach. Nein! Lass mich in Ruhe! Ah, schade. No! Ah! Wie geil! Oh mein Gott, das hat so Spaß gerade gemacht. Nö, ich gehe jetzt zu A und ich werde jetzt die Trickshotten. Boom! Ah! Fast! Ich dachte, ich könnte noch entkommen. Ah. Oh! Ja! Sterbt doch einfach alle! Oh mein, dieser Ruf. Oh. Oh mein. Ah. Ich habe gerade den Spaß meines Lebens. Ohne Scheiß. Das macht so dermaßen Spaß gerade. Oh, hier ist keiner mehr. Ich wollte den Last Kill machen. No. Ich muss aber auch mal kurz den Senf hier haben. Oh, Junge, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere denkt jetzt, ach, der übertreibt. Ich würde euch am liebsten einfach all daran mal riechen lassen. Das ist so brutal. Oh, es ist so lecker. Muss ich ehrlich sagen, es ist wirklich, in dem richtigen Maß ist das einfach besser als jeder Senf, den du kaufen kannst. Punkt. Ey, ganz ehrlich, ich habe selten so viel Spaß in dem Spiel gehabt. Also das Snipen, ich kann Aimbrot da voll verstehen. Ich kann ihn da voll verstehen. Und ich würde jetzt auch langsam behaupten, ich komme in eine Region, wo ich nicht mehr zu null gegen ihn verlieren würde. In dem 1 gegen 1. Oh, also ein bisschen viel. Ey, wie viel Spaß das gemacht hat, ne? Alter, ihr schreibt mir eine Challenge, die ich machen soll. Die Strafe entscheidet dann ich. Es wird ja eh nächste Woche nochmal das hier sein. Oh, ist das geil, Alter. Ich, ja. Ich habe so Angst, dass du verlierst, ne? Oh Mann, es ist euer Job, mir eine schöne Challenge zu stellen, auf die ich richtig Bock habe. Und dann lasst uns einfach nochmal so übertrieben viel Spaß haben wie gerade, oder? Ohne Mist, wie viel Spaß das gerade gemacht hat. Das war verrückt. Wisst ihr was? Lasst uns... Ich habe eine richtig geile Idee. Und zwar werden wir jetzt, nachdem die Folge zu Ende ist, einfach mal einen kurzen Zusammenschnitt machen von allen geilen Schüssen. Go. Ja! Ja! Sterbt doch einfach alle! Ah, ich freue mich so, ey.